harte Zeiten verlangen harte Entscheidungen. Aha. Wie bitte? Entschuldige, ich bin in Gedanken. Willkommen in Kalador, der letzten Bastion der dunklen Krieger, diesseits des großen Lavastroms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Machen wir es kurz. In einer Totenkopfhöhle an der Krabbenküste kam ich einem Kristallportal zu nah. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt werden. Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschungen. In einem Moment scheint alles klar. Und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Wer zur Hölle steckt hinter diesen Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen, deinen Geist zurückzubekommen. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht
soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen, wenn Kalador fällt. Die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein, ein Dämonenjäger. Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Also der hat einen echt lustigen Fehler bei seinem linken Auge. Wenn wir hingucken, rechts das. Einfach mal drauf achten. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbilst. Komm mit, ich zeige es dir. So, und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Jetzt du. Ich werd's versuchen. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Könnte auch ich ein Dämonenjäger werden? Ja, ich kann dich die alten Zauber der dunklen Krieger lehren. Wenn alle Dämonenjäger wieder in der Zitadelle versammelt sind, werden wir den alten Bund in einer feierlichen Zeremonie erneuern. Wenn du dann dabei bist, kannst du bei den Dämonenjägern ebenfalls aufgenommen werden? Verstehe. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Ich bin noch nicht gut genug. Tja, das war's dann wohl auch schon mit dem. So. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen weiter, so 20 Minuten oder so. Und gucken mal, was wir jetzt hier noch machen können. Ja, das fand ich gerade irgendwie lächerlich, wie er dem beigebracht hat, wie der Zauber funktioniert. Ich fand das irgendwie wirklich, das... Nee, ich hätte mir Besseres vorgestellt.
So. Diese ganzen Bücher und so lesen wir ein andermal. Noch einen Besen nehmen wir uns auch mal mit. Silberbecher, Krug. Ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Wahrscheinlich kommen wir dadurch ins Schattenreich. Machst du das immer so? Ja, mach ich immer so. Oh Gott, was tust du? Was tust du da? Ich hab mich hingelegt. Aha. Seelenstaub. Ich will mich diesmal nicht zu schnell bewegen, hierher bewegen, weil ich nicht so schnell wieder zurückgejagt werden will. Also mal Seelenstaub. Da wollte er ja 5 Stück von haben, wenn ich mich nicht irre. Ich habe hier noch was zu erledigen. Und da kann ich nicht her, weil... Hey, du. Vater? Bist du das? Hä? Wer? Ich? Nein. Oder doch? Was zur Hölle ist hier los? Tja, mein Junge. Das ist ein Ding, was? Auf einmal macht es Rums und du steckst tief drin in dem Schlamassel hier. Wo genau sind wir hier? Dies ist der Ort, den du dir selbst geschaffen hast, mein Junge. Gewöhne dich schon mal daran. Du wirst hier die nächste Ewigkeit bleiben. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss hier wieder raus. Selbst wenn ich es wollte, ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Jeder hat hier sein eigenes Päckchen, das er tragen muss. Aber... Ich muss nun gehen. Moment noch, geh doch nicht weg. Ich habe noch so viel Fragen. Ja, super. Oh Mann. Ich bin völlig im Eimer, wenn das so weitergeht. Nimmt das kein gutes Ende mit mir. Ich höre hier jemanden schnarchen. Ist da wer? Naja. Gehen wir mal weiter. Upsalalala. Wir kommen ja gar nicht weiter. Das hat wehgetan. So, hoch. Gut, dass hier ein magisches Kristall so rumliegt. Ah, Verstärkung. Du hast doch hoffentlich keinen Ärger im Schlepptau. Nee. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du gleich wieder Land gewinnen. Nee, keine Sorge. Ich bin nicht auf Ärger aus. Das haben schon andere gesagt und dann musste ich ihnen doch eins mit dem Schmiedehammer überziehen. Nicht? Also, bleib sauber, dann passiert dir nichts. Ich klaue noch ein bisschen. Hoffentlich gehörst du nicht zu den Kerlen, die hier auf dicke Hose machen. Für die habe ich keine Verwendung. Ich brauche Kerle, die anpacken können. Kann nicht. Ich klaue erstmal alles und verkaufe ich es dir wieder. Burke vermisst etwas. Ja, seinen Verstand. Das ist mir auch aufgefallen. Der verkohlt sich glatt die Hand im Schmiedefeuer, ohne es zu merken. Aber egal, was er vermisst, sein Zeug wirst du bei mir nicht finden. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Aber ich habe da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so, weil ich sagte heißes Eisen. Pass auf, wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Der Typ links ist nicht da, ne? Oder? Verloben? Du? Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen,
Dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Wirst du Grace einen Besuch abstatten oder nicht? Ich schon, was für einen Besuch ich hier abstatten werde. Wegen Grace. Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her. Das ist die beste Nachricht des Tages. Bring diesen Ring zu Grace. Er ist das Schönste, was ich je geschmiedet habe. Ergreifend. Ach, nun geh schon. Es ist mir wirklich wichtig. Wegen Grace. Es ist eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst. Da mir die Sache wirklich wichtig ist, würde ich auch dafür sorgen, dass du nicht leer ausgehst. Geht es etwas genauer? Ich rede von einem wirklich einzigartigen Schleifstein, einem Diamantschleifer. Soll mir recht sein, aber wehe, es lohnt sich nicht. Was machst du hier bei den Dämonenjägern? Na was wohl, ich bin hier der Schmied. Und außerdem ist es meine verfluchte Pflicht, ihnen unter die Arme zu greifen. Ach, und warum? Lange Geschichte, und lange Geschichten halten mich nur auf. Die Kurzfassung ist... Ich bin es meinem Vater schuldig. Arbeitest du allein in der Schmiede? Nein, für gewöhnlich geht mir Alvito zur Hand. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, da schickt man ihn einmal los, Eisen zu beschaffen und weg ist er. Wehe, der treibt sich bei der Hure Yvette in Travis' Taverne rum. Für Weiberkram haben wir keine Zeit. Das sagt genau der Richtige. Ja, ja, mach dich nur lustig. Du stehst ja nicht den ganzen Tag allein vor dem Amboss. Lass mich raten. Du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Und du siehst so aus, als würdest du mir diesen Gefallen tun, nicht wahr? Nein, aber deine Laune wird sicher noch mieser, wenn du weiterhin für zwei arbeiten musst. Ach was. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir? So langsam werde ich ungeduldig. Ich denke darüber nach. Vernünftige Einstellung. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Okay, ich werde Alvito für dich finden. Gut, aber Maulhelden können wir hier nicht gebrauchen. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du den Bengel findest, dann... Ach, egal, finde ihn einfach. Irgendeine Idee, wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Ich kümmere mich ausschließlich ums Schmieden. Woher ich das Eisen kriege, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege es. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwo eine stillgelegte Eisenmine gibt. Aber wie ich sagte, vielleicht ist er in der Taverne und macht die wettschöne Augen. Kennst du dich mit Waffen aus? Ob ich? Na hör mal, für wen hältst du mich? Du unterhältst dich gerade mit dem besten Waffenbauer weit und breit. Ich habe schon Pistolen und Schwerter gefertigt, da hast du noch in die Hose gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Da haben wir leider nicht das Geld dazu. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. So, noch schnell sorry gesagt, weil ich, da ich nichts sage und so. Kugel, Schrot, Dietrich. Wieso ist das alles bei Plunder? Na hier, verkaufen. Plunder, Bolzenkugel, Schrot, Eisenerz. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses ganze Schmiedematerial, was ich eigentlich noch brauchen werde, wenn ich mir selber Sachen machen will. Dass die alle bei Plunder landen, das ist doch... Egal, Silberbecher kann... Was war das zweite? Scheiße. Der Schatulle kann weg, Kerzenhalter kann weg, Trinkhorn, Büste, goldene Schale. Ja, das Stein weiß ich nicht, altes Wissen glaube ich auch nicht. Die Zutat für magische Gegenstände, Zähne, Raubtiere werden von vielen Händlern gerne genommen. Raubtierzähne so. Spinnenbein, wichtig für Voodoo-Magie.
Hauer, die Kapitalen Hauer von Warzenschwein bringen gutes Gold. Also, so. Wichtige Zutat für Voodoo. Voodoo. Leuchtende Fühler der Sandteufel. Verstehe jetzt nicht, ob ich das irgendwo für brauche. Also verkaufe ich die mal. Das Geheimnis bla bla bla. Teilung von Kaiser Tagebuch. Ich könnte ihm das Tagebuch von Grace verkaufen. Ja, das wird mich schon freuen. Schau, wichtig für alle Totengräber und Schatzsucher. Dietrich brauchen wir eigentlich nur einen. Und da verkaufen wir jetzt mal zwei. Begabeln. Krüge. Löffel. Messer. Schreibfeder. Kommt auch weg. Meißel. Keine Ahnung, ob wir den für irgendwas brauchen. Die Pfeife brauchen wir nicht, den Besen brauchen wir nicht. Den haben wir einen ganz normalen Hammer. Puh, weg damit. Schmiedehammer können wir nur einen gebrauchen. Perlenrohre kommen weg. Zum Goldwaschen behalten wir auch einmal. So. Den Rest behalten wir erstmal. Fackel, Proviant, Fusel, Rum, Schnaps, Trank des sonst was, Goldplay. Blüten, Magie, behalten wir auch erstmal alles, Ausrüstung, die brauchen wir nicht, Endermesser brauchen wir auch nicht, wir haben das, so, Krabbenstecher kann weg, Pistole, Wurfmesser, Wurfdolch, so, wir tragen einmal, ne, hier sind Ohrringe, funkelnder Goldring, Silberzunge 5 und Einschüchtern 5. Einschüchtern Silberzunge, toll, der ist schlechter. Wieso ist der mehr wert, obwohl der hier mehr bringt? Unbekannt. So, und dann ist das Gold und das andere war Silber. Hä? So, Kristallmagie und Astralsicht, ist ja was, ich glaube den weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Gold reinbekommen, sind bei 1300, wow! Kaufen. So, Ausrüstung, was hat der hier? Stachel, ich will Schwert, aber halten die sind schneller. Krabbenstecher, Langschwert. 25 bis 50. Warum? Was tragen wir eigentlich momentan? Wir tragen das Runenschwert, oder? Ne, wir können ein Runenschwert draus machen. Langschwert, schwarze Perlen. Wir haben keinen schwarzen Perlen mehr? Scheiße. Wir können sogar für alles noch gebrauchen. Schmiedefähigkeit wird benötigt. Armbrustwurf durch nutzbares Plunder hat er auch. Dietrich. Ich würde glatt sagen, Ausrüstung. Schwerer Dolch, aha. Wir besorgen uns das Langschwert. Damit machen wir zumindest einen Tacken mehr Minimalschaden. Und den können wir zum Runenschwert upgraden. Wir brauchen nur die Schmiedefähigkeit. Ja, wir holen uns das Langschwert. Handel akzeptieren. So. Ende. Charakter. Nein, wo war das? Sekret und Lob und. Ah ja, so, hier. Rechte Hand. Langschwert. So, jetzt noch einmal reden, bitte. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie. So, verkaufen, Ausrüstung, den Krummsäbel, bitte. So, und Handel akzeptieren. Ende. So, wir sind jetzt auch schon fast bei 2 Stunden Aufnahme schon. So, den hatten wir schon ein paar Laber. Wow. Spring doch einfach mal durchs Feuer. Großfleisch, Hühnerbollen.
hätte natürlich auch rohes Fleisch behalten können, wenn wir dann das Fleischfressergedöns machen. Zielwasser, aha. Ein Schmiedehammer, ein Krug, ein Messer, ein Besen haben wir auch noch. So. Und was? Hier können wir weiter hoch. Gut. Wir gucken erstmal hier. Wein. Wein. Wir betrinken uns doch ganz gerne, oder? Darunter können wir nicht her. Burg. Burg. Also, Fernrohr. Der Burg wird uns schon mal nicht verpfeifen, wenn wir hier irgendwas machen. So, ich will hier. Ich glaub's nicht. Tut mir leid, aber wir hatten jetzt gesagt, ich glaub's nicht. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Nee, ich will nicht klauen, ich will mit reden. Aufrechter Gang, beide Arme dran, ist ein Anfang. Und dein Schwertarm scheint auch brauchbar zu sein. Brauchbar? Ich erwürge eine Seeschlange mit bloßen Händen. Ja klar. Und wo ich einen Haufen hinlege, wächst ein Nadelwald. In der Zitadelle ist für jemanden wie dich sicher noch ein Platz frei. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. Du kannst ja mal versuchen, mich im Arm drücken zu schlagen. Für gewöhnlich stehe ich jeden Abend am Tisch und trainiere. Sprich mich dann einfach an, vorausgesetzt, du hast die nötigen Eier in der Hose. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Sicherer als die Bauernhöfe ist sie auf jeden Fall. Aber wahren Schutz bekommst du nur, wenn du bereit bist, für das zu sterben, was du liebst. Kämpfe rücksichtslos und der Sieg gehört dir. Den Spruch merke ich mir. Tu das. Ich hab ihn von meinem alten Herrn. Ich höre ihn noch heute. Junge, nicht der Stahl macht dich zum Mann, sondern dein Herz. Aber genug davon. Du hast sicher noch was vor. Was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Du redest nicht gern über deine Vergangenheit, oder? Nein, es würde ja doch nichts ändern. Mein Blick ist nach vorne gerichtet. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Was kannst du mir beibringen? Nun mal langsam. So schnell teile ich mein Wissen nicht. Die Lehrstunde musst du dir erst mal verdienen. Du weißt ja, was du zu tun hast. Bereit für einen Schlagabtausch? Gestern schon. Also zieh deine Waffe und zeig, was du drauf hast. Los doch! Ha! Oh. Mach schon! Los doch! Akku! Das war gut! Darf ich wieder aufstehen? Danke. Raus hier! Was?
Ich sage es nicht nochmal! Verschwinde endlich! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Raus hier! Ich sage es nicht nochmal! Verschwinde endlich! Sieh zu, dass du raus hier! Greif schon an! Irgendwann erwische ich dich. Gut so. Ich denke, jetzt weißt du, wie es läuft. Wie konnte das denn passieren? Raus hier! Das tat weh! Letzte Warnung. Raus! Ja, verschwinde. Ich verstehe nicht, was hier gerade überhaupt los ist. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du? Da war doch was. Hat er sich schon wieder hingelegt? Ja, hat er.